Im Folgenden stelle ich Ihnen das vom Fraunhofer IAO entwickelte Softwarewerkzeug BIOPS vor, mit welchem bei technischen Fragestellungen gezielt geeignete Lösungsansätze aus der Natur identifiziert werden können. Auf der Startseite des Programms erscheint ein Feld für die Eingabe von Suchbegriffen. Als Suchbegriffe können technische Begriffe bzw. technische Problemstellungen verwendet werden. Ein Hinweis hierbei: Es können ausschließlich englische Begriffe verwendet werden. Der Hintergrund dabei ist, dass man eine höhere Trefferquote bei Veröffentlichungen erhält. Als Beispiel gebe ich den Begriff Flexible Ceramic ein. Flexible Keramik. Während der Eingabe wird die Funktion Autovervollständigung gestartet, bei der man die Möglichkeit hat, alternative Suchbegriffe zu finden. Die Software identifiziert nun aus ca. 9 Millionen Einträgen einer Technik-Biologie-Datenbank relevante Begriffe der Biologie und Technik. Es besteht nun die Möglichkeit, auf der linken Spalte Begriffe aus der Technik zu selektieren, beziehungsweise auf der rechten Spalte Begriffe aus der Biologie zu selektieren. Eine nützliche Funktion des Programms ist weiterhin, dass über das Anklicken der dargestellten Begriffe eine zugehörige Erklärung angezeigt wird. Ich wähle nun jetzt einmal einen Begriff der Technik aus, Reinforcement, und schaue mir den Begriff Keratin Fibers an und selektiere diesen. Zur jeweiligen Begriffsselektion werden im Folgenden Hyperlinks zu gängigen Suchmaschinen angezeigt, über welche in weiterführenden Literaturquellen recherchiert werden kann. Ich setze jetzt mal den Fokus auf Keratin Fiber und verwende den Link zu Ask Nature. Nun erscheinen hier drei Veröffentlichungen. Wähle ich eine davon aus. Hier ist nun eine Veröffentlichung mit einem Beispiel aus der Natur über den Aufbau eines Vogelschnabels, welcher im Inneren aus einem porösen Schaum besteht und außen einen schichtartigen Verbund von steifen Fasern aufweist. Dies ist nun ein brauchbares Beispiel aus der Natur, was sich auf Problemstellungen Flexible Ceramic anwenden lässt. Ich schließe jetzt hier noch einmal und gehe zurück auf meine Suche, im Speziellen auf die Literatursuche von Patenten. Hier wird nun eine Veröffentlichung eines Patentes angezeigt, wo es um die Herstellung von diesen speziellen funktionellen Fasern geht. Durch die Veröffentlichung und Patentschrift habe ich nun nützliche Informationen erhalten, um im Bereich flexible Keramiken Produktentwicklungen voranzutreiben.